Bezirksliga Staffel 3, wir gehen zum Aufsteiger. SV Kurdistan Düren, letzte Woche tolles Spiel vor rund 400 Zuschauern im Sportpark Autoteile Reinhards in Langerwehe. Heute auswärts zu Schwarz-Weiß Nierfeld. Typisches Herbstwetter, Dauerregen, Kunstrasen, aber was will man mehr? Aber am Ende hat es vermutlich nicht ganz gereicht. Mehr dazu mit dem Trainer, und zwar Mike Wengorz. Guten Abend. Guten Abend. Die Eifel ruft die Hirsche und die Wildschweine zurück. Der SV Kurdistan kommt Richtung Düren. Herr Wengorz, gehen wir in die Halbzeit 1. Wir sagen das Ergebnis erstmal nicht. Halbzeit 1, zufrieden mit den ersten 45 Minuten auf dem kleinen Kunstrasen? Ja, voll und ganz. Also die erste Halbzeit haben es richtig gut gemacht. Wir haben 20, 25 Minuten das Spiel komplett dominiert. Auch wenn auf diesem kleinen Kunstrasen es immer sehr eng ist und sehr viele Zweikämpfe und sehr viele torgefährliche Szenen immer sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite entstehen können. Aber da haben wir es richtig gut gemacht, haben wenig zugelassen und haben selber immer viele Chancen kreiert und ja, machen am Ende dann zu wenig Tore mit den Chancen, die wir eigentlich haben. Ja, zur Halbzeit 2:0, war alles auf der richtigen Kursseite. Wie haben Sie die Mannschaft denn eingestellt in der Halbzeit 2:0? Man hatte den Vergleich gegen Langerwehe, Autoteile Reinhards Sportpark, Kunstrasen, jetzt den kleinen Kunstrasen. Wie hat man denn die Mannschaft eingestellt für die zweite Halbzeit? Sie haben es angesprochen, am Ende hat es nicht gereicht, zu wenig in der Offensive ausgebeutet. Mit welchem Ergebnis sind Sie in die zweite Halbzeit reingegangen, mit welchem Fazit? Ja, wir wollten halt in der zweiten Halbzeit jetzt auch so ein bisschen gucken, dass wir die Führung annehmen und dass wir nicht jetzt unbedingt Hurra-Fußball nach vorne, sondern wir wollten es einfach da so ein bisschen kompakter machen. Wir wussten, dass wir mit 2:0 ja führen und dann auch die Zeit so ein bisschen von der Uhr nehmen, vielleicht alles ein bisschen länger machen, ein bisschen warten, wenn man einen Ball hat, wenn man einen Einwurf freistoßt, dass wir nicht unbedingt von uns aus jetzt noch ein bisschen Hektik reinbringen, sondern mit dem Spielstand umgehen. Und das ist dann halt auch der Vorwurf, den ich meiner Mannschaft mal wieder machen muss. Wir haben 4:1 zu Hause gegen Habelrath geführt. Wir führen gegen Schönau. Hier verlieren wir es sogar am Ende, weil wir einfach mit dem Spielstand nicht umgehen können. Das ist die einzige Kritik an meine Mannschaft, dass wir nicht umgehen können mit dem Spielstand, dass wir ein Spiel nicht nach Hause spielen und dass wir uns nicht clever genug anstellen, sondern wir immer wieder auf Tore gehen. Und da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wir sind nicht mehr in der Kreisliga, wo wir 10 Tore schießen, sondern wir sind in der Bezirksliga angekommen. Und wenn du da Hurra-Fußball nach vorne spielst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn das Ding am Ende da hinten losgeht. Ja, in der 50. Minute, Sie haben es angesprochen, Maximilian Patt hat den Anschlusstreffer 2:1 erzielt. Aber Ihr Torjäger Presley Ubasa in der 65. Minute zum 3:1, da war da wieder alles auf der grünen Spur. Und Sie haben es angesprochen, die Offensive will denn mehr und vergisst denn hinten die Defensive? Ja, ich meine nochmal zum 3:1, also den Presley Ubasa wechsle ich ein, er konnte nicht von Anfang an spielen, die ganze Woche konnte er nur laufen, hatte Probleme am Knöchel aus dem Spiel gegen Langerwehe. Deshalb habe ich ihn nur von der Bank bringen können, ist natürlich super aufgegangen, ich bringe ihn rein, 2-3 Minuten später, glaube ich, schießt er schon, oder 5 Minuten später schießt er schon das Tor zum 3:1 und ja, und dann, wie gesagt, habe ich gerade angesprochen, dann machen wir einfach den Fehler und kommen dann nicht in die Kompaktheit rein, sondern gehen weiter nach vorne, dann stimmt die Rückwärtsbewegung hier und da nicht, dann wird unsere Hintermannschaft ein bisschen allein gelassen, auch aus der Hintermannschaft wird dann so ein bisschen die Position verlassen und das ist das, was wir uns vorwerfen müssen und am Ende sind es dann aber auch individuelle Fehler, es sind 2 Torwartfehler dabei, ja, wo der Torwart einen Ball aufs Tor kriegt, eigentlich zu halten, lässt es nach vorne wegklatschen. Dann kriegen wir 2-mal durch Eckball einen Ball hinten am langen Pfosten, wo wir auch ein Riesenproblem haben, wo wir keine Zuordnung finden. Und also das sind dann individuelle Fehler, die dann auch zeigen, dass wir halt in der Liga jetzt angekommen sind und wir einfach jetzt auch mal gucken müssen und gut beraten sind, dass wir mal alles vernünftig einordnen müssen. Wir sind Aufsteiger, wir können ja nicht jedes Jahr durchmarschieren und wir wollen so lange wie möglich oben bleiben, das ist klar, wir wollen auch jedes Spiel gewinnen. Aber heute hat man mal gesehen, dass man in Nierfeld selbst vielleicht auch kleine Vorteile im Spielerischen haben. Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft,
Aber wenn man dann am Ende verliert, dann muss man auch sagen, dann haben die Gegner vielleicht ein bisschen mehr verdient, weil sie vielleicht am Ende mit Moral und so weiter voll dagegen gehalten haben und wir halt ein bisschen zu grün noch sind in den einen oder anderen Szenen. Ja, in den letzten 15 Minuten, Nachspielzeit 3 Minuten, also 18 Minuten, da war es richtig Turbulenz von den Torszenen, Ausgleich für Nierfeld, dann kommt noch der Gegenschlag zum Führungstreffer und dann noch so ein unglückliches Eigentor vermutlich durch den Torwart. Sie haben es angesprochen, der Junge, der ja sehr jung ist, hat natürlich einen schweren Stand heute gehabt. In so ein Spiel denn auch noch, sag ich mal, so eine Niederlage zu kassieren, dann passiert ihm selber noch ein Fehler. Ja, ich hab ihn heute aber auch gebracht, weil ich wusste, dass er klein ist auf dem Platz und dass wir vielleicht auch viele Drucksituationen gegen uns haben. Und dann wollte ich, dass der Torwart die Sachen dann vielleicht auch mal spielerisch lösen kann. Er ist halt auch ein guter Fußballer, muss ich sagen, im Tor. Er hat auch viele, viele gute Szenen gehabt heute, hatte aber allerdings auch zwei richtig rabenschwarze Szenen. Und ja, zweimal, wo er dann bei der Ecke, ja, wo man vielleicht sagt, vielleicht kommt dann nochmal eine Hand raus vom Torwart. Aber da decken wir auch hinten mit den Spielern nicht. Also das ist zu einfach jetzt zu sagen, er liegt am Torwart. Es ist einfach dann mannschaftlich zu blauäugig zu denken, wenn man 3-1 führt, dass man dann noch irgendwie das Spiel noch, dass man dann noch 4, 5, 6 Tore macht, sondern wir sollten lieber mal daran, wir sind gut beraten, mal daran zu denken, wenn wir mal in einer Führung sind, dass wir mal gucken, dass wir den Gegner jetzt mal so ein bisschen überlassen, vielleicht mal ein bisschen kompakter sind und dann die Räume ausnutzen und vielleicht dann ein viertes Tor machen. Und wenn wir keins machen, dann haben wir das Spiel ja auch gewonnen. Ja, Marc Wengerts Weckruf ans Team, nicht nur Tore schießen, sondern auch verteidigen. Vielen Dank und noch eine gute Heimreise von Nierfeld Richtung Düren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, vielen Dank.